Ich habe einen alten Scooter im Keller gefunden und die Challenge heute lautet, wer zuerst den Scooter kaputt macht, gewinnt. Oh! Willkommen zu diesem Video, Leute. Wir sind heute in einem Skatepark und zwar habe ich hier einen Scooter dabei und wir machen heute eine Challenge, Henry und ich. Wer als erstes den Scooter kaputt macht, gewinnt die Challenge. Die Regeln ganz einfach. Jeder hat einen Versuch und dann muss er abgeben. Wir sind hier im Skatepark. Problem ist, es ist komplett nass hier. Das heißt, wir können hier nicht richtig alles geben, aber wir versuchen trotzdem einfach das meiste zu machen. Ich fange einfach an mit dem Wegschmeißen. Yo! Das war wirklich nur der Lenker. Oh mein Gott, lass mal kurz gucken. Der ist ein bisschen auf dem Lenker geballert. Denke aber, es ist nichts Großartiges passiert. Henry, du darfst danach gleich machen, ja? Der Lenker hat wirklich überlebt. Sehr gut. So, Henry, ich würde sagen, du machst jetzt erstmal weiter. So, ich habe eine Idee. Wir müssen mal ganz kurz zu Quarter. Komm mal mit. Denke ich, ist der beste. Oh mein Gott, Schaden. Ist das rutschig, Alter. Ja, Mann. Okay, der beste Schaden, den wir dem Roller zufügen können, ist. Ja, ich will euch gar nichts verraten. Schaut selber. Digga, was macht der? Oh! Das ging besser. Es war schon ganz gut, aber es hat halt nichts gebracht, oder? Ich glaube auch nicht. Oh, so warte mal, guck mal, ein Lack ist von links ein bisschen abgeplatzt, ne? Ja, schon so ein bisschen. Also vielleicht sieht man das, aber hier, dieser Lack ist abgeplatzt. Also trotzdem war das nicht gut, Henry. Ich bin jetzt dran und ich versuche jetzt mal eine andere Methode. Wir gehen nämlich mal hinten zu der Grind-Abteilung. Und zwar, na, eigentlich ist es keine Grind-Abteilung, es ist einfach nur eine Ledge. Ich werde einfach meine Roller komplett gegenwerfen. Ich habe es irgendwie mit Werfen. Irgendwie ist es ganz komisch. Ja. Aber Leute, bevor wir anfangen, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal. Und zwar habe ich im ersten Link in der Videobeschreibung einen richtig nice Link für euch. Und zwar geht es zu meinem Shop. Da gibt es nämlich Hose, die ihr einfach machen könnt. Die Kurse sind wild, von Anfänger bis Profi. Und ihr habt eine Chance, absolut krasse Sachen zu gewinnen, wie einen nagelneuen Stuntscooter, Decks und noch vieles mehr. Deswegen geht drauf, aber ich mache jetzt erstmal hier den Roller kaputt. Okay, 3, 2, 1 und los! Oh! Gott, das war aggressiv. Wow. Ich glaube, das ist so einer der witzigsten Videos, aber jetzt mal ehrlich, wie ist er da jetzt da irgendwie gegengekommen? Ich weiß auch nicht so richtig, aber meinst du, ist überhaupt einen Schaden dran? Ja, also hier im Wheel sieht man vielleicht ein bisschen was. Doch, das ist safe dagegen gekommen. Oha, aber ja. Nur der Sticker, es ist eine Beule. Ich glaube, vom Ding her ist nicht viel passiert. Hey, wahrscheinlich. Was denn? Check die Beule. Vielleicht sieht man das so. Ja, okay, jetzt wissen wir, wo es genau gegengekommen ist. Es ist komplett die Beule drin. Ja. Also, ich habe auf jeden Fall schon mal den ersten Schritt gemacht. Es ist schon ein bisschen kaputt, aber wir müssen ihn komplett zerstören. Kannst auch, wie gesagt, Henry, so machen. Dir ist alles offen, du kannst machen, was du möchtest, deswegen überleg dir mal was Cooles. Das ist ein Bank, das sieht aus wie ein London Gap, ist aber gar kein echtes London Gap, sondern eine Curb oben drauf gelegt worden. Und ich will jetzt den Roller so dolle dagegen scheppern, dass er so mit dem Vorderrad drauf fliegt und dann Frontflips macht. Versuch das einfach mal. Ja. Ich glaube, das wird nichts bringen, weil da wird höchstens das Wheel kaputt gehen oder halt die Achse. Aber es wäre schon ein Fortschritt. Ja, wäre ein Fortschritt. Oh mein Gott. Wow! Oh. Alter! Das sah aus wie ein Rasiermesser. Ich glaube, das hat nicht wirklich viel gebracht. Kannst du mir jedenfalls nicht vorstellen. Das ist außer das Wheel, wie du gerade schon gesagt hast. Zeig mal her, das Wheel. Ja, okay, das ist absolut undialed. Aber hat nichts gebracht. Ich bin jetzt dran. Nächste Methode. Also, mir ist gerade aufgefallen, als ich auf dem Roller stand. Es ist was kaputt gegangen. Mal bitte auf die Achse und die Fork. Ja? Sieht man, dass es ein bisschen verbogen ist? Ja, das Rad steht quasi so. Ja, genau. Ja, das Mann. Ist komplett verbogen, okay. Ich könnte einfach mal den Lenker komplett Schaden zufügen, indem ich einfach das Rail hier neben uns benutze. Und werde es einfach komplett gegenwerfen. Ja, ich hab's mit dem Werfen, das macht komplett Bock. Wie ist es am effizientesten, wenn ich es wirklich gegenwerfe? Soll ich hier so gegenwerfen oder so gegenwerfen oder. Vielleicht irgendwie so, ich weiß es nicht. Es gibt viele Methoden. Ich denke, die beste wird sein, wenn du es auf die Mitte wirfst, hier irgendwo so, gut, ja? Gut, das machen wir da. Ich bin bereit, ich habe komplett Bock und natürlich will ich danach, das save ich mir jetzt schon mal, da einen Transfer machen, indem ich den kicke bis da hinten auf diese Fläche. Das machen wir sowas von. Okay. Erstmal machen wir das Rail. 2, 1, go! Wow! Gegen die Deckoberfläche geschossen. Ja, hier ist Griptape auf jeden Fall ab, glaube ich. Ja, aber das hat jetzt nicht so viel gebracht. Also die Beule auf jeden Fall war auf jeden Fall sehr wirksam. Aber irgendwie hat es nichts gebracht. Gut, Henry, nächster Versuch von dir. Ich will jetzt den Scooterfahrer nachmachen, der aufs Treppenset zu fett Trick machen will und dann doch Angst hat. Und ihr werdet sehen, wie es endet. Und zwar nicht gut für den Roller. Oh mein Gott. Und Leute, macht's auf keinen Fall nach. Wir hatten den Roller die ganze Zeit übrig und wussten nicht, was wir damit machen sollen. Deswegen haben wir dieses witzige Video für euch gemacht. Macht's nicht zu Hause nach mit euren Rollern. Das ist einfach irgendein Roller, der eh schon ein bisschen kaputt war. Okay, ich will das Treppenset jetzt machen. Kann ich? Ja, versuch mal, wenn ich raus. Wow! Also, ich bin ehrlich, du bist mit dem Hinterwheel raufgekommen. Ich glaube, das hat nicht so viel gebracht, aber lass mal schauen. Oh! Oh! Was? Tiran? Ja. Was denn? Ich weiß nicht, ob man das so bekommt, aber. Ich glaube, ich sehe es. Film mal von oben drauf. Sieht man dann vielleicht, wie dolle verwogen es ist? Ach du Sch. Der Bro! Hä? Was ist jetzt? Das ist absolut unnormal. Lass mich mal ganz kurz von vorne oder. Alter, leg mal hin, leg mal zur Seite. Was? Nein, 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 mach wieder hoch. Was denn jetzt? Sieht man das? Ich glaube, so das ist so geil. Stell dich mal ganz kurz mit der Kamera hin. Der Lenker ist komplett schief. Ja, Mann. Okay, ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Nee, ich komme auch nicht mehr, Alter. Geil, aus, man kann gar nicht fahren. Lass mich mal ganz kurz flat fahren. Steck, warte, ich fahr mal auf dich zu. Ja. Es sieht grausam aus. Ich habe ein neues Setup. Was haltet ihr davon?
komplett die Banane. Okay, also ich wollte den Transfer machen ins Flat hinten rein. Okay. Bist du bereit? Ich bin ready. Ich auch. Also wir haben hier diese kleine Hip und ich will von dieser Seite aus anfahren und zwar den Roller hier bis hinten ins Flat launchen. Das bedeutet, der wird da hinten ins Flat aufkommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Es ist echt weit. Ich würde sagen so 5, 6 Meter. Ja, easy. Aber der Roller hält das bestimmt aus, ne? Ja klar, der macht das. Ich glaube ernsthaft, das snappt als erstes hier unten. Ihr schreibt mal in die Kommentare, ja, was ihr denkt, wo es als erstes snappen wird. Aber ich launche den jetzt erstmal komplett weit weg. Oh! 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 Er ist clean gelandet, leider. Ich denke eher Deck in der Mitte vom Aufprall. Ja. Aber es sieht nicht gut aus. Es hat nichts gebracht. Ja. Also wirklich, es hat wirklich nichts gebracht. Ja, leider. Ja gut, aber ich wollte es unbedingt mal machen. Henry, nächster Try. Oh, ich habe einen Sticker hier abbekommen. Bisschen. Oh! Cool. Sag mal, das ist vom Rail, glaube ich. Ja, das ist eine Delle. Das ist eine komplett dicke Delle. Okay. Nächster Try von Henry. So, pass auf, Leute. Wir haben viel Parktricks gemacht. Ich glaube. Ja, und ich habe jetzt auch keinen Street-Trick gemacht. Deshalb würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Rail. Oh, okay. Ich will ein bisschen Street machen, ja? Ja, zieh mal durch. Ich bin nicht so gut im Grinden. Ich mache meistens Kissed Rails. Du kennst das ja bestimmt auch. Ja. Und ich will halt mal gucken. Hieran, ich will gar nicht lange schwafeln. Ich würde einfach sagen, ich probiere es. Mach einfach irgendwie. Gerade immer in den Kommentaren jetzt, was die denkt, was ich mache, schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich warte ganz kurz. Okay, habt ihr geschrieben, glaube ich. Gut, haben geschrieben. Also würde ich sagen, Leute, mach mal. Aber pass auf. Game strong, let's go! Oh. Das war nur der Lenker. Digga, wir sollten nicht. Er ist nach vorne gebogen geworden. Nein, oder? Doch, aber nicht doll, aber er ist nach vorne gebogen. Immer von der Seite, Bro. Ist hier richtig eine Delle? Also ich glaube, das kann man gut erkennen. Das Ding ist auf jeden Fall sehr tief, die Delle. Das sieht gut aus, Digga. Hast du gut gemacht? Jetzt bin ich dran. Das Video macht so Spaß. Also Leute, ich bin euch ehrlich, der Roller ist absolut noch stabil. Man kann auf jeden Fall eine nice Session noch haben. Aber ich hab's mit dem Werfen. Ich werde ihn hier das Gap runterschmeißen. Also hier haben wir so ein kleines. Das ist so lustig. Wir werden einfach hier das Gap das benutzen, um es runterzuschmeißen. Und ich werde es einfach wieder komplett so mit einem Inward Break komplett auf den Boden schappern. Okay. Ah, Junge, komplett gegen C. Ah! 3, 2, 1 und go! Au! Junge, boom. Ich glaube, bis jetzt ist nichts passiert. Er ist halt wirklich wieder blöd aufgekommen, also eigentlich zu gut. Also ich denke eher, das Deck hat es irgendwie erwischt, aber... Also der Lenker sieht wirklich schön aus. Gut, Henry, du musst noch mal machen. Ich glaube, wir kriegen ihn gleich kaputt. Okay. Damit der Spaß langsam so richtig losgeht. Vorhin habe ich ja als allerersten Try, glaube ich, probiert, aus der Quarter schön, einen Flyout-Trick zu machen. Das machen wir jetzt noch mal. Das ist dein erster Attempt vom Flyout-Trick. Der Roller sieht nach der ersten Session so aus. Dann hast du eine gute Session. Und ich würde sagen, wir probieren das nochmal, aber ein bisschen schwungvoller, ein bisschen aggressiver, damit der Roller auch wirklich kaputt geht. Oh! Au! Oh. Au! Oh, ja, das ist irgendwie schwer, das musst du auch mal probieren. Ja, okay, dann versuch ich's mal. Ich werde so einen Triple Backflip gleich raus haben, ich habe komplett Bock. Erster Tag Roller fahren mit meinem neuen, nice Pro Scooter und erstmal einen Triple Backflip Flyout versuchen. Okay, let's go, Kieran Reese is coming. Oh! Shit! Oh. Der Lenker! Ich hab erst aufgeklappt! What the? Was? Alter! Wie groß hast du gemacht? Ey! Check, wie dünn der hier oben ist, Digga! Scheiße! Das war ein perfekter Shot, ich kann nichts sagen! Das Ding ist No Cap! Leute fahren wirklich so manchmal Roller. Ja. Wenn der Lenker so verbogen ist, ey! Du Kacke! Aber Tricks kann man noch machen! Ja, man ist wild eigentlich! Was bin? Boah, es geht, Alter. Also, kannst du doch schaffen. Also, ich glaube, ich habe das ganz gut gemeistert. Ich glaube auch. Check den Laker. Oh, Mann. Vielleicht kriegen wir auch noch die andere Seite durch. Die kam zwar gerade von da oben, bist aber leider nochmal hoch. Oh nein. Wie nennt man das, wenn man irgendwo richtig schön ins Flat springt? Wie nennt man sowas? So eine Flatbombe. Ja, Flatbomb. Ich will so eine richtige Flatbomb machen. Die tut dem Scooter gut, die tut mir gut. Dein Gelenk, das macht, ne? Spaß. Genau. Ey, also. Aber ganz kurz, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn du da oben stehst und einfach runterschmeißt? Das wäre auch eine Maßnahme. Das ist die perfekte Idee. Das sollten wir genauso tun. Oh, ich glaube, du hast ihn ein bisschen zusammengeklappt. Hoffe es jedenfalls. Also, ich glaube, ich sehe ein bisschen was am Wheel oder so. Nee. Der Lenker ist nochmal deutlich mehr verbogen. Das ist aber gut. Also, der Lenker, der ist absolut nicht so stabil wie das Deck oder so. Ja. Aber es macht schon gut. Job. Gut, nächster Try. Ich versuche nochmal mein Bestes rauszuhauen. Okay. Weil es so wunderschön war, die Quarter Flyout zu machen. Und der Roller hat es auch übelst gefeiert. Ich mach's nochmal. Ich hab komplett Bock. Vielleicht nehmen wir den längsten Lenker noch mit. Man kann damit nicht mal richtig fahren. Das ist so geil. Mann. Und. Oh! Oh, Lenker! Zusammengeklappt! Scheiße, was? Ach du Kacke! Yo! Nice Griff zusammengeklappt, Bro! Wie kann man eigentlich Glück haben und zweimal auf die gleiche Stelle treffen? Also der war in, der hat's nicht so gefeiert, aber egal. Wie kann man so Glück haben? Ey, wenn wir den nächsten noch so runterbekommen, dann können wir so fahren. Ja, das ist krass, ne? Such du das auch nochmal, vielleicht kriegst du nochmal hin. Nein! Aber du hast den Lenker getroffen. Aber wie kann es sein, dass du das so gut hinbekommst und ich nicht? Ich weiß es auch nicht. Krass. Okay, mal gucken, was hat er? Ich glaube, der ist wirklich wieder auf die Seite gefallen hier. So, auf den Roller. Warum geht er bei mir nicht mal kaputt? Und es ist echt schön, deine Wut rauszulassen, weißt du das? Ja, ich weiß. Alle guten Dinge sind drei. Ich glaube, jetzt wird er wirklich komplett zerstört. Danach gehen wir mal wirklich provokant auf den Lenker. Junge, du hast es gar nicht mitbekommen. Was denn?
Check, wie fett einfach das Gap ist von der Fork. Au, au. Das hast du gemacht, Digga. Au, nice. Sehr gut, okay, ich mach's nochmal. Okay, auf schön. Kann ich mal anfahren? Ja, es geht schwierig, ne? Au. Oh, lecker. Ah, das war... Nee, ich glaube, das war nur der Lenker. Also wirklich der Lenker, nicht die Griffe da, sondern der Lenker in der Mitte. Ja, das geht nicht mehr viel. Wenn ein Busfahrer fragt, ob man den Roller zusammenklappen kann. Also die Griffe auf jeden Fall. Ja. Vor, komplett im Arsch. Oh, die ist schief. Oh, ich glaub, ja, ich glaube, die ist wirklich kaputt. Also fahren kann man jetzt nur noch so. Das ist ungefähr so. Ey, man kann nicht mehr fahren. Oh, das Wheel. Das Wheel. Ist bestimmt voll aufs Wheel gescheppert. Das ist jetzt voll Bogen. Wir machen jetzt noch ein bisschen Flat Action. Ganz kurz nochmal, um zu checken. Lenker ist so gerade. Check das Wheel. Wie schief ist es? Das ist nicht normal. Da der Lenker komplett gerade. Ja, aber ich liebe das. Und deshalb würde ich sagen, legen wir los. Gut. 3, 2, 1. Au! Ich glaube, das hat nichts gebracht. Noch einmal Dollar. Mach ja? Nochmal. Ey, glaub, das Deck ist hartnäckig, ist oder gut, die Fork? Ne? Ja, ist krass. Also nichts weiter passiert, oder? Fällt dir irgendwas auf? Oh ja. Erstmal haben wir ein bisschen Unkraut drin, aber ansonsten denke ich jetzt auf jeden Fall deutlich mehr zu mir gebogen. Deutlich mehr. Gut, wir klappen jetzt mal komplett zusammen. Ich überlege, ob ich von hier oben ins Flat einfach so schmeiße, dass er aufs Deck kommt. Ja doch, das machen wir, glaube ich. Ich glaube, das Deck wollen wir ein bisschen kaputt machen. Sieht aus, als würde ich einen Indie-Flip-Drop hin machen. Ja, Mann, mit dem Roller. 1, 2, 1, go. Ich muss noch einmal machen. Okay, wir haben keinen Fortschritt. Die Fork ist schon ein bisschen rausgekommen. Henry, du wolltest nochmal gegen das Rail werfen? Ich wollte nochmal gegen das Rail werfen. Das war nur die Seite vom Deck. Oh mein Gott. Gut, jetzt kriegen wir es hin. Let's go. Also Lenker ist auf jeden Fall gut verbogen. Ja. Ich glaube, den kriegen wir jetzt richtig kaputt. Stellt euch mal vor, ja, ihr kommt so zum Skatepark an. Ey, es geht gar nicht. Ich glaube, der geht jetzt echt kaputt. Oh! Der Griff ist abgeflogen. Hä? Oh mein Gott, wie kann eine Rolle eigentlich aussehen? Also der Griff ist noch heile. Ja, ist so nice, kann man noch behalten. Oh! Wir haben ihn gesteckt, ja! Was? Ich dachte, du kriegst auf den Kopf. War mir auch sicher. Also hättest du noch was gesagt, wäre ich gerannt irgendwo hin. Also, gesnappt auf jeden Fall. Ach du Kacke, er ist gesnappt, aber komplett. Oh mein Gott, Freunde, ich würde sagen, das war's für das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch einen Teil sehen wollt, schreibt in die Kommentare, welches Scooter-Teil wir machen sollen. Mit deinem Roller. Auf gar keinen Fall. Haut rein, habt noch einen geilen Tag. Check Henry ab. Peace.